Vielen Dank, Christina. Wie Sie gerade gehört haben, mein Name ist Sebastian Siepe und meine Kollegen Ralf Pfeffer und Benedikt Vogel, wir zusammen haben den HBB-TV-Teil des Alert for All-Projektes umgesetzt. Und zunächst möchte ich Ihnen gerne einen kleinen Überblick darüber geben, über was ich jetzt sprechen werde. Für alle, die nicht so tief im technischen Detail stecken, möchte ich zunächst einen Überblick über HBB-TV geben. Was ist es? Was kann es? Und danach auch die Vorteile zeigen, warum wir HBB-TV im Alert for All-Projekt umgesetzt haben und welche Vorteile HBB-TV liefert für dieses Projekt. Anschließend möchte ich auf den Alert for All-Ansatz eingehen, den wir implementiert haben. Ich gebe Ihnen zunächst eine Übersicht, dann die Funktionsweise, wie es technisch realisiert wurde. Anschließend zeige ich Ihnen noch kurz, wie die Alarmnachricht dann aussieht, die auf einem Empfangsgerät empfangen wird. Und zum guten Schluss wird es eine Live-Demonstration geben, in der wir eine Alarmnachricht live an HBB-TV-Empfänger senden werden. HBB-TV, was ist das? HBB-TV steht für Hybrid Broadcast and Broadband Television und ist ein Standard, der versucht, auf Fernsehgeräten Rundfunkinhalte und Inhalte aus dem Internet zu vereinen. HBB-TV wurde durch eine europäische Initiative quasi ins Leben gerufen, die genau das wollte, nämlich Rundfunkinhalte und Inhalte aus dem World Wide Web auf einem Fernsehbildschirm zu vereinen. Das, was aus dieser Initiative herausgekommen ist, wurde von der ETSI im Jahre 2010 standardisiert und im Jahre 2012 ist ein weiterer Standard, ein Folgestandard erschienen. HBB-TV wird ständig weiterentwickelt und diese Weiterentwicklung wird durch das sogenannte HBB-TV-Konsortium vorangetrieben. Das ist eine Gruppe von 60 Mitgliedern, die die verschiedensten Aspekte, die in HBB-TV betrachtet werden müssen, betrachten und sich darum kümmern. Wir haben im HBB-TV-Konsortium Gerätehersteller wie LG oder Sony oder Samsung. Wir haben aber auch Rundfunkanstalten, Forschungsinstitute, aber genauso auch Technologieunternehmen wie zum Beispiel Opera oder Dolby, sodass in HBB-TV durch dieses Konsortium wirklich jeder technische Aspekt in irgendeiner Weise abgedeckt ist. Hier sehen Sie das Plattformkonzept von HBB-TV. Oben links sehen Sie eine Rundfunkanstalt, die eine Rundfunksendung fabriziert oder erstellt und diese über die drei Verbreitungswege an einen Fernseher sendet. Dabei ist es egal, welcher Verbreitungsweg genutzt wird. Man kann HBB-TV über Satellit einsetzen, über den terrestrischen Funk, aber genauso auch wie übers Kabel. Und neben der Rundfunksendung, die Rundfunkanstalt bereitstellt, kann die Rundfunkanstalt auch zusätzliche Informationen ins Internet stellen. Im Rundfunksignal, das der Fernsehempfänger empfängt, ist eine sogenannte HBB-TV-Signalisierung, die dem Fernsehgerät letztendlich mitteilt, wo die zusätzlichen Informationen im Internet verfügbar sind. Somit weiß das Fernsehgerät, auf welche Server es zugreifen muss, um zusätzliche Informationen abrufen zu können. So wird HBB-TV im klassischen Sinne eingesetzt. HBB-TV hat aber auch die Möglichkeit, Informationen nur im Rundfunksignal zu übertragen. Und das war auch einer der Gründe, warum wir HBB-TV für das Alert for All-Projekt eingesetzt haben, weil in Katastrophensituationen können wir nicht davon ausgehen, dass jeder Fernsehempfänger eine stabile Internetverbindung hat. Und somit war es wichtig, dass alle Informationen der Alarmnachricht im Rundfunksignal eingebettet werden können. Und das ist eben mit HBB-TV möglich. HBB-TV generell betrachtet, wenn man jetzt probiert, Inhalte aus dem Internet auf dem Fernsehgerät darzustellen, dann reicht es nicht, einfach die Internetseite der Rundfunkanstalt auf einen Fernseher zu bringen. Ein Fernseher erscheint ziemlich groß, ist meistens auch ziemlich groß, allerdings ist es natürlich kein Computer, denn man hat nicht Eingabegeräte wie eine Maus oder eine Tastatur, man hat nur eine Fernbedienung, die man benutzen kann. Außerdem, wenn man zu viel Informationen auf einen Fernseher setzt, dann wird es auch sehr leicht unübersichtlich und durcheinander. Also um wirklich klare und auch strukturierte Informationen auf einen Fernseher zu bringen, muss man darauf achten, dass man nicht zu viele Informationen anzeigt. Und das war auch das musste man dann auch im Hinterkopf behalten, wenn man die Alarmnachricht anzeigen will, dass nicht ein Overflow an Informationen vorhanden ist. Hier sehen Sie eine Europakarte, die zeigt, in welchen Ländern bereits HBB-TV im aktiven Einsatz ist.
Wie Sie sehen können, mit HBBTV ist es bereits heute schon möglich, einen ziemlich großen Teil der europäischen Bevölkerung zu erreichen, was natürlich auch ein Vorteil war oder auch ein Grund, warum HBBTV hier zum Einsatz kam. Des Weiteren, wie ich vorhin schon kurz erwähnt hatte, ist es egal, über welchen Verbreitungsweg HBBTV empfangen wird, egal ob nun ein Satellit das Rundfunksignal ausstrahlt oder über den terrestrischen Funk geht oder über das Kabel, das macht für den Empfänger letztendlich keinen Unterschied. Insofern können wir sicherstellen, dass HBBTV die meisten oder alle HBBTV-Geräte quasi erreicht werden, die in Europa stehen. Nun, nach dieser HBBTV-Einleitung würde ich gerne den Ansatz erklären, wie wir die Alarmierung umgesetzt haben mit der HBBTV-Technologie. Hier ist nochmal eine Übersicht über das Alert-for-All-System und im Mittelpunkt steht hier das Global Alerting Gateway. Das ist ein Verteilungssystem, was jeden Verbreitungskanal mit dem für diesen jeweiligen Verbreitungskanal wichtigen Informationen versorgt. Wir sehen, es gibt hier eine ganze Menge von Verbreitungskanälen. Ich möchte mich jetzt auf den TV-Part konzentrieren und die anderen lassen wir jetzt, die werden jetzt nicht weiter betrachtet. Die Alarmnachricht, die vom Global Alerting Gateway ausgesendet wird und über HBBTV verbreitet werden soll, wird in eine CAP-Nachricht gebracht, in ein Common Alerting Protocol. CAP ist, wie Christina vorhin schon angedeutet hat, ein de facto Standard, der weltweit eingesetzt wird, um Alarmnachrichten zu übertragen. CAP ist ein XML-basiertes Datenformat, was es ermöglicht, in verschiedenste Felder eine Alarmnachricht zu kodieren. Wie Sie sehen, ist hier zum Beispiel ein Feld für die Sprache, die definiert, in welcher Sprache die Alarmnachricht übertragen wird. Oder hier ist ein Feld für eine Überschrift. Neben den reinen Informationen, die man in einen CAP-File packen kann, können in einem CAP-File auch Bilder sowie geografische Informationen, wo die Katastrophe stattgefunden hat, übertragen werden, also eine Mehrzahl von multimedialen Elementen ebenso. Hier sehen Sie eine Übersicht darüber, wie wir den HBBTV-Ansatz realisiert haben. Ganz oben auf der rechten Seite sehen Sie das Global Alerting Gateway, was nun eine Alarmnachricht, das in eine CAP-Message kodiert wurde, an einen Webservice schickt. Dieser Webservice empfängt die Nachricht, zieht alle relevanten Informationen aus der CAP-Nachricht heraus, bereitet sie weiter auf und sendet die aufbereiteten Informationen an den Broadcast Service, also an eine Rundfunkanstalt, und die bettet diese aufbereiteten Informationen dann in das Rundfunksignal ein, das dann das Broadcast-Signal gibt und letztendlich vom HBBTV-Empfänger empfangen werden kann. Ich möchte das jetzt ein bisschen mehr im Detail erklären und Ihnen die einzelnen Teile dieser Übertragungskette ein bisschen näher vorstellen. Zunächst haben wir die Verbindung zwischen dem Global Alerting Gateway und dem Webservice. Das Global Alerting Gateway hat in unserer Implementierung die Möglichkeit, auf verschiedene Bereiche des Webservices zuzugreifen. Es kann zum Beispiel jederzeit gucken, ob der Webservice funktioniert, ob er läuft, ob er ansprechbar ist. Und je nachdem, was für ein Bereich des Webservices angesprochen wird, kommt vom Webservice eine Nachricht zurück an das Global Alerting Gateway und sagt zum Beispiel, ja, ich laufe, ich bin einsatzbereit oder es ist gerade ein Problem vorliegend, ich kann zum Beispiel gerade nicht. Nehmen wir nun an, dass das Global Alerting Gateway eine Alarmnachricht kodiert in eine CAP-Nachricht an den Webservice schickt, dann werden vom Webservice die wichtigen Informationen aus dieser CAP-Nachricht herausgezogen und gespeichert. Der Webservice wertet nicht alle Informationen aus, die in der CAP-Nachricht vorhanden sind, und das hat damit zu tun, dass, wie ich vorhin schon erwähnt habe, dass ein TV-Bildschirm groß wirkt, aber man aufpassen muss, dass man nicht zu viele Informationen dort anzeigt. Deswegen werden wirklich nur die allerwichtigsten Informationen herausgezogen und diese weitergeleitet. Was auch noch wichtig ist, ist, dass der Webservice kann auch eine redaktionelle Schnittstelle haben, sodass die Rundfunkanstalt hier überprüfen kann, ob der Alarm wirklich gesendet wird. Das ist deswegen bedeutend, weil sonst könnte eine Behörde einfach einen Alarm rausschicken, ohne dass die Rundfunkanstalt davon etwas weiß und quasi die Alarmnachricht würde direkt ins Rundfunksignal eingebettet. Und hier kann die Rundfunkanstalt nochmal entscheiden, als Instanz zwischendrin, ob sie den Alarm senden möchte oder nicht. Anschließend, wenn eine redaktionelle Überprüfung stattgefunden hat, wird die
werden die essentiellen Informationen in kleine UDP-Messages gepackt und weiter an die Rundfunkanstalt geleitet. Hier haben Sie jetzt die Verbindung zwischen dem Webservice und der Rundfunkanstalt. Die Rundfunkanstalt multiplext letztendlich das Rundfunksignal. Das heißt, es erstellt ein Signal, wo die Audiodaten drin sind, wo die Videodaten drin sind, wo aber auch zusätzliche Metadaten drin sein können. Und die Rundfunkanstalt hat eben ein UDP-Interface, das genau dafür ist, um zusätzliche Informationen in ein Rundfunksignal einzubetten. Deswegen musste der Webservice auch das CAP-Format in UDP-Nachrichten umwandeln. Diese UDP-Nachrichten werden in sogenannte Stream-Events umgewandelt. Stream-Events sind, kann man sich wie kleine Datenblöcke vorstellen, die nacheinander in das Rundfunksignal reingeschrieben werden und letztendlich vom HBBTV-Empfänger empfangen und ausgelesen werden können. Da Stream-Events im HBBTV-Standard verankert sind, können wir auch sicher sein, dass die HBBTV-Geräte letztendlich diese Stream-Events empfangen und auswerten können. Das so überträgt man quasi mit den Stream-Events die Alarmnachricht selbst, also die ganzen Informationen, die für die Alarmnachricht wichtig sind. Um jetzt diese Informationen auch auf dem Fernseher anzeigen zu können, muss man allerdings auch eine Applikation auf dem Fernseher laufen haben, der die Stream-Events auswertet, die Informationen rauszieht und diese dann letztendlich anzeigt. Die HBBTV-Applikation, die dazu nötig ist, liegt im sogenannten Karussell, im DSMCC Object Karussell. Das ist eine Art Container, der zyklisch übertragen wird, in dem jede Art von Daten übertragen werden können. Und dadurch, dass die HBBTV-Applikation im Karussell liegt, kann man auch die Applikation über den Rundfunkweg übertragen. Und es ist keine Internetverbindung auf Empfängerseite nötig, um alle relevanten Informationen, die zur Anzeige der Alarmnachricht nötig sind, zu empfangen. Dazu ist keine Internetverbindung nötig. Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen und uns den letzten Teil der Übertragungskette ansehen, das HBBTV-Device, also das HBBTV-Empfangsgerät, dieses empfängt die Applikation und startet sie automatisch. Am Anfang, wenn noch keine Alarmnachricht gesendet wurde, dann läuft diese Applikation unsichtbar im Hintergrund, also der Fernsehzuschauer würde davon überhaupt nichts mitbekommen. Er sieht einfach weiter sein normales Fernsehprogramm und wenn jetzt Stream-Events reinkommen, also quasi ein Alarm gesendet wird, dann wertet die Applikation diese Stream-Events aus und stellt sie dann letztendlich dar. Der Alarm wird also dargestellt. Ja, und um Ihnen mal nach diesen ganzen technischen Erklärungen zu zeigen, wie sowas aussehen könnte, hier haben wir eine Implementierung, wie wir sie jetzt vorgenommen haben. So könnte ein Alarm aussehen. Dort oben sehen Sie zum Beispiel ein Logo, das könnte das Logo der Behörde sein, die diesen Alarm geschickt hat. Und genau, wir haben hier eine Headline, die erstmal definiert, um was für eine Art von Alarm es sich handelt, ob es ein Alarm ist oder eine Warnung oder eine Information. Dann haben wir nochmal eine Überschrift, die sehr knapp erklärt, was passiert ist. Und dann in den beiden Textboxen außen runter, unten drunter, sehen Sie Informationen dazu, was genau passiert ist und wie die Bevölkerung auf die Katastrophe reagieren soll. Da es sich um einen interaktiven Alarm handelt, kann man mit der Fernbedienung durch Drücken der farbigen Tasten auf der Fernbedienung durch die Applikation durchnavigieren. Aber wie das funktioniert, zeige ich Ihnen später bei der Demonstration, die gleich im Anschluss kommen wird. Als Fazit kann man sagen, HBBTV ermöglicht es schnell und effektiv, Alarmnachrichten zu versenden und damit einen Großteil der Bevölkerung dann auch zu erreichen. Und Alert for All, den Ansatz, den wir entwickelt haben, der könnte heute schon technisch umgesetzt werden. Und genau Alert for All selbst könnte natürlich in Katastrophensituationen helfen, diese nicht ganz so schlimm ausfallen zu lassen.